In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Produktgruppe Abfallsammler, Abfalleimer, denn dieses Thema gewinnt in der Küchenplanung immer mehr an Bedeutung. Und warum das so ist, das klären wir in diesem Video und dabei wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und zu einer guten Küche gehört auch ein Abfallsammler bzw. Abfalleimer oder Abfallsystem, weil mittlerweile gibt es ja hier eine riesengroße Auswahl. Und wie findet ihr jetzt in dem Dschungel der Abfallsammler das richtige System für eure neue Küche oder vielleicht sogar für eure bestehende Küche? Da sind natürlich viele Fragen und ja, die erste Frage ist, soll es ein freistehendes System sein oder soll es sich um ein Einbausystem handeln? Ja, in den meisten Fällen der Küchenplanung wird sich hier für ein Einbausystem entschieden. Und warum ist das so? Weil heutzutage ja ganz oft moderne, geradlinige Küchen geplant werden und dann auch natürlich im Wohnbereich oder halt eben, wie gesagt, die offenen Wohnküchen. Und da sieht natürlich ein Einbausystem deutlich eleganter aus, weil es natürlich versteckt ist. Ja, und was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten im Einbausegment? Im Einbausegment haben wir, wie hier, das Ganze in einer bestehenden Schublade, im bestehenden Auszug, ein integriertes Abfallsystem. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Abfallsystem mit Frontauszug zu planen oder ein Auszugsystem, was im Korpus verbaut wird, was sich hinter einer Drehtür befindet und dann noch ergänzend bei Spülen-Eckschränken zum Beispiel, wo das System ein Schwenksystem ist, was sich auch wieder hinter einer Tür befindet. Ja, wenn ich mich jetzt entschieden habe oder wie finde ich jetzt überhaupt den richtigen Abfallsammler, für welches System entscheide ich mich, welches ist das Beste, das liegt jetzt natürlich wieder an eurem Nutzen und das möchte ich jetzt gemeinsam mit euch einfach mal durchspielen. Um für euch das passende Abfallsystem zu finden, dürft ihr euch die folgenden Fragen stellen. Wo soll der Abfalleimer positioniert werden in der neuen Küche? Soll er ergonomisch positioniert werden? Soll der Abfallsammler mehrere Behälter haben oder das Abfallsystem? Welche Größe sollen die Abfallbehälter haben? Und wie möchte ich die Abfallbehälter nutzen? Denn ich kann ja Abfallbehälter nicht nur für Abfall nutzen, sondern ich kann mir ja auch, gerade bei einer Position im Spülenschrank, auch einen Putzmitteleimer generieren. Und die letzte Frage betrifft weniger den Nutzen, sondern eher das Design. Denn da dürft ihr euch die Frage stellen, welches Abfallsystem passt jetzt am besten zu meinem Küchendesign? Hier in unserem Beispiel jetzt haben wir durchgängige Fronten. Wir haben die Spüle, darunter den Spülenschrank. Und wenn wir jetzt hier an der Front ziehen, sehen wir, wir haben ein frontgebundenes Auszugssystem. Und wir haben hier aufgrund der Möglichkeit der hohen Front auch hier hohe, große Behälter platziert. Und hier in dem Beispiel jetzt vier einzelne Behälter. Das System, was wir hier eingeplant haben, gibt es übrigens auch mit drei Behältern oder alternativ mit zwei Behältern. Wichtig ist, die Eimer sind ja jetzt bis auf den Eimer mit dem Biodeckel geöffnet und werden, wenn ich es wieder reinschiebe in den Schrank, durch den Abdeckboden hier, der zum System gehört, dann mit verschlossen. Und ja, für die, die es vom Bio nicht ganz so mögen, dass es riecht oder der Schutz gerade im Sommer vor Obstfliegen, gibt es hier den Biodeckel und der hat auch hier einen Aktivkohlefilter und somit vermeidet man die Gerüche und schützt das Ganze natürlich vor den Obstfliegen. Jetzt noch hier für euch ein Planungshinweis bzw. ein Planungstipp und zwar haben wir hier einen Frontauszug, wo das System, naja, fast mittig mit der Front verbunden ist, hat natürlich einen Vorteil gegenüber einem System, wo das Ganze unten mit der Front verbunden ist, also ein klassisches Auszugssystem, wie wir es am Anfang hatten, beziehungsweise kann man auch hier nochmal ein Schnittbild einblenden und
da ist natürlich das Problem, gerade bei den großen Behältern, wenn die gut gefüllt sind, haben wir auch ein entsprechendes Gewicht, dass mit der Zeit durch das Ziehen die Front nicht mehr gerade hier in einer Linie steht mit den anderen Fronten. Das sieht dann mit der Zeit nicht mehr sehr schön aus. Wir haben jetzt für euch einige Abfallsammler in den unterschiedlichsten Größen, Höhen, Breiten, Tiefen einfach mal aufgestellt, damit ihr einen Überblick bekommt. Diese Aufstellung ist jetzt natürlich nicht abschließend, sondern da gibt es noch weitaus mehr. Das natürlich, wie angesprochen, immer abhängig von der Einbausituation, wo der Abfalleimer dann seinen Platz findet und natürlich auch von der Funktionsweise, wie das Ganze funktioniert, und ergänzend dazu noch, dass es natürlich auch ein System gibt, was direkt für einen gelben Sack gedacht ist, also dass dann halt ein 30 cm breiter Unterschrank sieht aus wie ein Apothekerunterschrank und da drin ist dann ein riesengroßer Abfallbehälter, der gedacht ist für den gelben Sack oder wenn man zweckentfremden will, dann halt natürlich für einen extrem großen Restmüllsack. Ja, kommen wir zum Thema Ergonomie und da lesen wir das auch ganz oft in den Kommentaren, gerade bei unseren Küchentouren. Apropos Küchentouren, die verlinken wir euch nochmal in Form einer Playlist über die Infokarte, beziehungsweise findet ihr den Link dann halt auch in der Videobeschreibung. Ja, bei unseren Küchentouren in den Kommentaren finden wir auch das ein oder andere Mal, warum habt ihr denn keinen Abfallsammler unterhalb der Arbeitsplatte geplant? Denn das ist doch viel ergonomischer und auch praktischer. Warum ist das jetzt ergonomischer? Warum ist das jetzt praktischer? Ganz einfach, wir haben natürlich ein System hier für euch in unserer Ausstellung. Und zwar, wenn ihr hier eure Arbeitsfläche habt, ihr schnippelt hier, ihr arbeitet hier, könnt ihr direkt, je nachdem, was ihr hier für einen Abfall produziert habt, den in den passenden Eimer einfach von der Platte reinschieben. Ihr braucht euch nicht in die Tiefe bücken, ihr habt das alles bequem in Arbeitshöhe. Wer den Platz in der Küche hat, ist die Empfehlung ganz klar, Abfallsammler nach oben setzen. Aber keine Angst, dass ihr hier an der Stelle Stauraum verliert. Das ist nur eine Frage der Organisation. Denn wenn wir jetzt hier einfach mal schauen, wir haben hier einen Spülenschrank, wo auch wieder Auszüge eingeplant sind. Hier der obere Auszug natürlich tiefengekürzt zwecks des Siphons. Da wird nicht viel Platz sein, aber der untere Auszug ist ja komplett nutzbar. Wir haben jetzt als Beispiel einfach mal hier Töpfe platziert, kann natürlich aber auch Schüsseln platziert werden. Also der Stauraum ist einfach hier nur verlagert. Hier nehme ich etwas raus, hier direkt zum Arbeiten dann passend in der Arbeitshöhe. Jetzt haben wir schon ganz viel zum Thema Abfallsystem, Abfallsammler besprochen, aber wir sind hier noch lange nicht am Ende. Denn es gibt noch einige Sonderthemen, die hier definitiv mit reinspielen. Und ja, ihr wisst das ja, heutzutage kann man eine Küche bzw. den Wasserplatz auch mit ganz außergewöhnlichen, beziehungsweise sind sie gar nicht mehr außergewöhnlich, aber mit speziellen Armaturen ausstatten oder halt im Spülenbereich auch eine Wasserfilteranlage oder eine Umkehrosmoseanlage etc. installieren. Dann ist natürlich der Platz im Spülenschrank meist schon ja, deutlich eingeschränkter oder komplett verbaut. Aber auch wenn ihr euch für einen Kuger oder für das Planco Soda oder das Planco Hot System entscheidet, dann braucht ihr natürlich auch entsprechend Platz mit im Spülenschrank. Gleiches betrifft natürlich auch für das System von Krohe, von Gezi etc. zu, also quasi alle Armaturen, die in irgendeiner Art und Weise ein Trinksystem mit integriert haben, braucht ihr entsprechend den Platz. Auch dafür gibt es schon passende Abfallsysteme. Die seht ihr hier einfach in dem ein oder anderen Schnittbild. Und dann gibt es noch eine Sonderlösung, gerade für Inseln. Ich habe es jetzt hier stehen, weil es jetzt bei uns in der Ausstellung nicht eingebaut. Und zwar könnt ihr auch Systeme in der Arbeitsplatte direkt integrieren. Wie gesagt, bei Inseln oder bei ungenutzten Ecken macht sowas immer sehr viel Sinn. Das heißt, ihr habt jetzt in dem Fall den Edelstahlring. In dem Edelstahlring, wenn ich den Deckel abnehme, sitzt dann der Abfalleimer und den kann ich dann entsprechend rausnehmen, ausleeren und wenn ich das Ganze nicht benutze, kann ich es auch entsprechend wieder verschließen. Also auch hier für
Bioabfälle oder Arbeitsabfälle super gut geeignet. Gerade wenn der Wasserplatz ein bisschen weiter weg ist, nicht auf der Insel, dann habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, quasi euren Abfall direkt mit zu entsorgen. Ja, und wenn ihr gerade die Hände voll habt und habt das System nicht in der Insel, ihr müsst dann direkt hingehen, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, euer Abfallsystem elektronisch zu öffnen. Dafür gibt es eine Öffnungsunterstützung. Hier in unserem Fall haben wir die Variante mit der Lichtschranke. Das Ganze kann individuell eingestellt werden von der Lichtintensität und aber auch von der Kraft, die das Abfallsystem dann rausdrückt. Und dann kann man ganz einfach hier die Abfälle einwerfen, muss ja nicht die Front anfassen mit seinen schmutzigen oder fettigen Fingern und dann kann man das Ganze mit einem kurzen Schubser wieder schließen. Apropos schließen, wir können jetzt das Thema Abfallsysteme abschließen. Weitere interessante Planungsvideos findet ihr über den Link, unsere Küchentouren genauso und unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchen-Logo und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder dann immer Mittwochs und Sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.